Willkommen zu einem Explosiv-Weekend-Spezial zum verschollenen Flugzeug MH370, für das unsere Reporter auf der ganzen Welt unterwegs waren. Sie haben Menschen getroffen, deren Leben untrennbar mit dem mysteriösen Verschwinden der Maschine verbunden ist. Tim Kickbusch, Dirk Grenzmann und Terry-Beth Thiele. Das war unser Spezial zum verschwundenen Flug MH370 und so geht es jetzt mit Explosiv-Weekend weiter. Laut weiß noch nicht, dass ausgerechnet das Hochzeitskleid, von dem sie so lange geträumt hat, gleich zu einem Monsterproblem wird. Gypsy-Hochzeiten gehören zu den spektakulärsten und verrücktesten der Welt. Leider werden die Mädchen, die heiraten, immer jünger. Katja Bruns über zwei Hochzeitsfeiern, bei denen man dauernd den Kopf schütteln muss. 20 Jahre lang hat Bernadette sich nicht getraut, ihrem Vater die wichtigste Frage zu stellen. Warum? Warum konnte das passieren? Bernadette ist 11 Jahre alt, als sie bei einem furchtbaren Unfall von einem Traktor lebensgefährlich verletzt und für immer entstellt wird. Meine Kollegin Janine Steger hat Bernadette an einem Tag besucht, an dem sie etwas sehr Mutiges wagen will. Und Janine wird Zeugin einer Begegnung, die ein weiterer Wendepunkt in ihrem Leben sein könnte. Und dafür wünschen wir Bernadette von Herzen alles Gute. Gesine Krug und Sascha Gröhl haben berichtet. Was ist mit diesen Frauen los und warum macht man das mit ihren Gesichtern? Welche witzige Idee dahinter steckt? Und weitere tolle Bilder jetzt in Explosiv Kompakt von Marilene Tritz. Einen so überraschenden Abgang hat es bei DSDS noch nie gegeben. Ausgerechnet einer von Dieters Lieblingen schmeißt das Handtuch und verpasst damit eine Riesenchance. Wer das ist und warum wir Dieter Bohlen bei einem exklusiven Dinner mit ausgesuchten Kandidaten so vertraut wie noch nie erleben werden, Tim Kickbusch war dabei und Sven Wagner berichtet. Genau, am besten Sie bleiben gleich dran, dann verpassen Sie auch nichts. Tschüss.